Leute, ich bin's Conny und heute spielen Viktor, Felix und ich Pen Chapter 5. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Viel Spaß! John, hallo geschrieben. Ah, ich habe die meisten Wins in der Lobby, ich bin so gut. Du hast auch viel zu viel gespielt. Warte. Hank hat auch so eine hohe Stimme. Jeder. Sorry, Perry. I need to find out what's wrong. Nein, nicht Pierre! Pierre. Warum? This was supposed to help Ben. Okay. Please, Tom, there has to be another way. We can help you. Ah, okay. No one will stop me from finishing my work. True. Yeah. Pierre ist jetzt auch böse. Pierre, ich hab einen blauen Schlüssel. Mann. Das ist gut. Dann sollten wir den blauen Schlüssel irgendwo gleich mal benutzen. Ja, da vorne am Tor. Rechts. Ja, da am Tor, ja. Hier. Dann müssen wir mal suchen. Däumzeug. Okay, wir brauchen noch mehr Schlüssel als nur den blauen. Das ist ein Zelt. Ich lege mich schlafen. Gute Nacht. Oh nein, ich glaube, ich habe gerade Pierre gehört. Ach, Pierre. Pierre ist ausgebrochen. Nein. Wer juckt sich schon für Pierre? Aber wirklich, ich hab mir Hank mit so einer Stimme vorgestellt. Und auf einmal hat er auch so eine hohe Stimme. Hier steht was. Also ich bin Hank. Pierre, you should check out the campsite night. Bla bla bla, juckt. Ja. Yes. Selber yes. Okay. Ich glaube, wir können schon in die Campsite rein, ja? Wir können hier rein. Oh ja, jemand hat schon aufgemacht. Sehr gut. Das ist mein Ehrenlos, Schuss, wenn das andere Schuss, Schuss, Schuss. Das ist no, doch, sehr gut. Ey, du hast einen Schlüssel. Ist der purple oder black? Das ist ein schwarzer. Ich mach die schwarze Tür auf. Yeah. Yeah, wir können hier rein. Bam, bam, bam. Kulturelle Aneignung. Goldenen Schlüssel. Das ist keine kulturelle Aneignung. Oh doch. Warum ist das so braun, das Waschbecken? Was hast du gemacht, Anton? Sag ich doch. Ey, Hank. Sag ich doch. Hank, was ist heute deine Ausrede, warum du uns nicht rauslässt? Alles klar. Okay. Gut, wir müssen erstmal rausfinden, was hier am Happening ist. Ich weiß nicht, was hier Happening ist. Ich dachte, wir chillen hier einfach. Ja, ich wollte eigentlich auch chillen im Camp. Warum sagt er immer Perry und nicht Pierre? Das ist Pierre und nicht Perry. Lern mal deinen eigenen Namen. Lilla. Gib mir Lilla. Mann, danke schön. Hat Pierre gesagt. Screwdriver. Dieser. Wo kann ich den benutzen? Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt machen kann. Ich finde nichts. Ich auch nicht viel. Ich mache einfach nur alles Step by Step. Ich gucke jetzt hoch. Oh, man kann da hoch. Ja, ich das ist gut, da will ich auch hin. Ich will auch. Ich wette, hier oben ist man gefangen. Man braucht hier oben den grünen Schlüssel und einen, einen Wrench. Den nehme ich, den habe ich. Das ja, ich dann komm. Ja, dann brauchen wir nur noch einen grünen Schlüssel. Genau, aber ich habe einen Lila-Schlüssel. Warum benutzt er ihn nicht an dem Lila-Ding? Und ich bringe mich um. Yeah. Ich bin tot. Oh, da ist Pierre. Ja, ignorier Pierre. Wir laufen erstmal zu der Lila-Tür. In der Hoffnung, dass der mit dem Lila-Schlüssel das Ding auch aufmacht. Ja. Hat jemand einen Lila-Schlüssel? Ja, der ist ja die ganze Zeit rumgelaufen mit Lila. Hier. Oh. Er hat aufgemacht. Von hinten, Ehrenmann. Oh, von hinten, okay. Ja, da. Da ist ein. Okay, ein weißer Schlüssel. Okay. Mann, warum machst du die Tür hinter dir zu? Ich habe sie nicht zugemacht, er hat sie zugemacht. Ich meine ja ihn. Okay, wir versuchen ihm zu folgen, aber er läuft irgendwie nicht geradeaus. Du machst dein Ding, wir gehen dir hinterher. Ja, er ist irgendwie besoffen, glaube ich. Yeah. Aber das will ich haben. Don't drink and drive. Den habe ich schon benutzt. Ich weiß. Man sieht ja auch, dass das ein gelber Schlüssel in einem gelben Haus war. Da aber da vorne ist das weiße Haus. Genau. Dann lass uns in das weiße Haus. Hier gibt es ein weißes Haus. Nein, ich will die braun. Oh, Mann. Komm, gar keine Schlüssel. Ja, er hat den braunen Schlüssel. Du läufst den falschen hinterher. Ja, ich dachte, ich habe nur gerade irgendwie gedacht, wir müssen in die Richtung. Oh, da ist Pierre. Hallo, Pierre. Ich will nicht sterben, Pierre. Er heißt Perry, ja. Perry, das. Pierre, wie heißt du? Ah. So heißt er. So heißt er. Da ist der Tank. Ich habe den. Fuel Tank. Nenn mich noch einmal Fuel Tank. Oh, das ist Perry. Bin ich sterben? Kannst mir nicht sagen, dass dieser Schlüssel nicht zu diesem Schloss gehört. Ich meine, ja, das Bild ist orange, aber das Schloss ist rot. Aber da seht ihr das. Da seht ihr das, was ich meinte. Das funktioniert nicht. Die können nicht einfach zwei Schlüssel rot machen und von einem behaupten, er wäre orange. Das ist illegal. Das ist auch kulturelle Aneignung. Ja, grün. Wo brauche ich mein Tankzeug? Keine Ahnung. Wahrscheinlich beim Auto, um wegzufahren. Das braucht man auch immer bei Camps. Sprit. Da unten, das ist jetzt der orange Schlüssel, der genauso aussieht wie der rote. Hier haben wir zum Vergleich. Ich gebe zu, dass der Schlüssel mehr orange ist als der Schlüssel. Aber das ist orange und die beiden sind rot. Guck dir das an. Kann ich dadurch? Nee. Guck mal, er ist ein bisschen heller, ein kleines bisschen heller. Oh nein, jemand ist gestorben. Nicht nur eine Person, zwei Personen sind gestorben. Komm, wir gehen jetzt zu dem roten Haus. Komm mit. Mithin. Nein, ich möchte nicht dich, ich meinte Mithin. Aber ich will auch mit. Der den Schlüssel von mir geklaut hat, das ist dein Schloss. Guck mal, ich kann es nicht machen, aber du schon, obwohl du den gleichen Schlüssel hast. Ich nehme den. Hey, sehr gut, ich nehme den. So, wo muss ich hin? Da vorne. Nein, wir brauchen pink. Ja, dann müssen wir ein bisschen weiterlaufen, der ist auf der anderen Seite. Okay, dann müssen wir ein bisschen weiterlaufen. Hier, komm. Hallo? Da vorne. Hey, ich sehe. Guck mal, Pierre ist hinter uns. Hallo, Perry. Er heißt Pierre und nicht Perry. Oh. Oh, das Haus ist eine Todesfalle. Ja, das ist eine absolute Todesfalle. Hey, Perry. Nein! Nein, Anton! Ich konnte mich nicht durchbewegen. Ich hasse diesen Bug. Hey, du kannst mir nicht erzählen, dass das manchmal geht und manchmal nicht.
Ich habe jetzt für mich persönlich ausgefigert, dass man halt früher sich shiften muss und später aufhören muss, damit man nicht irgendwie flinkt. Aber das hat jetzt auch nicht funktioniert. Okay, du musst das jetzt für mich carryen, Roblox Felix. Ich weiß aber nicht, was er gemacht hat. Weiß nicht, was wir noch brauchen. Ja, wir haben irgendein Wasser, wir haben einen Schlüssel. Wir müssen zum Auto. Wo ist das Auto? Ja, jetzt geht's zum Auto. Dahinter. Nee, da durch. Ah, wir brauchen eine Axt noch. Ja, hol dir die Axt. Na los. Na los. Hol die Axt. Na los. Hol die Axt. Ich bin auf der Suche. Jetzt hol die Axt. Na los. Oh, das war ich gar nicht. Speed gemacht. Da drin eine Axt? Nee, das ist die Todesfalle. Irgendwo hier wird doch wohl eine Axt sein. Nö. Das Schönste ist immer, wenn Leute die Axt einfach von ihrem Platz wegnehmen und dann irgendwo anders ablegen, wo sie nicht hingehört. Weil sie denken, ach, diesen gelben Schlüssel, den brauche ich. Die Axt lege ich mal hin. Jo, das ist immer gut. Hier ist ein Fernseher. Habe Axt. Okay, dann. Okay. Yeah, und jetzt das Auto befüllen. Erstmal tanken. Bam, komm. Das ging ziemlich schnell mit dem Tanken. Schnell weg von hier. Okay. Yeah. Ihr habt gewonnen. Ich sehe jetzt keine Sequenz. Toll. Schön für euch. Schön für euch. So, ich mache jetzt noch einmal Campsite, weil ich will das jetzt auch einmal gewinnen. Ich will auch Bot aus und ich will keine Freundinnen einladen. Und schreibe jetzt nicht ihn, sondern Ben, warum? Selber. Ben mag mich nicht, ich schwöre. Wir alle hassen Ben. So, ich gönne mir direkt einen Schlüssel, wenn ich einen finde. Aber ich finde keinen. Wo ist der Schlüssel? Nein! Fuchs, ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Ich weiß nicht. Also, ich habe eine Taser. Gun. Oh, ich habe einen Schlüssel. Gut, dann kannst du ja jetzt wohl mal Pierre töten. Ja. Also, ich habe jetzt erstmal den blauen Schlüssel aktiviert. Oh nein, Pierre ist ausgebrochen, Fuchs! Wie konnte das passieren? Nein, was? Wir brauchen noch den roten. Ja, wo soll ich denn den roten finden? Das weiß ich doch nicht. David ist gestorben. Nein, David. Du hattest noch so ein langes Leben vor dir. Theo hat das Lock geöffnet. Gut, dann können wir hier rein. Ab ins Campsite. Ab in den Urlaub. Das meins. Das ist der rote Schlüssel. Das müssen wir. Der wurde schon benutzt. Ja, und das ist das orange Schloss. Ja, das heißt, irgendjemand hat einen Schlüssel, den man brauchen kann. Ey, du Typ mit dem Drachen hier. Was sagst du? Das ist eine Axt. Dann benutzt die Axt direkt mal. Ja, benutzt die Axt, Jan. Die Axt wurde schon benutzt. Oh, Ehre. Ich mach den schwarzen Schlüssel hier. Ich warte einfach hier oben. Ja. Ihr macht das schon. Ich hab den gelben. Mit dem kann ich den gelben aufmachen. Kann man eigentlich hier komplett rüberspringen? Nee, kann man nicht. Schade. Nee, leider nicht. Kann's nur so halb. Ey, Pierre. Nicht Perry, Pierre. Genau, Pierre. Pierre, komm mal hoch. Komm mal hoch, Pierre. Komm mal ein bisschen hoch, Pierre. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück, Pierre. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt bleibt da oben. Pierre ist da ganz oben. Du musst ja jetzt zwar hoch, aber Pierre ist da ganz oben. Dann warte ich mal. Wir brauchen sowieso noch den grünen Schlüssel. Ich nehme die Axt, dann kann ich mich verteidigen. Ja, kannst ihn schlagen. Genau. Jan, du musst es treffen, Jan. Dein Ding ist nicht mehr geladen. Ja. Oh Gott. Oh oh. Du warst gerade in ihm drin. Das war Digga, klar. Manchmal sterbe ich, wenn ich 5 Kilometer entfernt bin und du warst in ihm drin. Ich war nicht in ihm drin. Was wäre jetzt? Der braune Schlüssel muss nicht hierhin mit hin. Bist du farbenblind? Karibu ist gestorben. Nein, nicht Karibu. Karibu. Hello? Was? So, ich schaue mich einfach mal um, weil wir haben scheinbar immer noch nicht den grünen Schlüssel, oder? Nee, aber wir haben ja jetzt den braunen, in das braune Haus könnten wir. Was ja, bei mir ist übrigens. Ich hoffe, dass Missing jetzt zum braunen Haus geht. Mhm. Da hinten ist Pierre. Da ist der Tank, den kannst du eigentlich schon reinfüllen. Ja, aber das ist Pierre. Ah, oh. Pierre wurde abgelenkt. Ja. Wo ist der Tank? Ja, wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Da. Warte, ich klick doch schon jetzt. Okay. Mhm. Dann gehe ich mal das Auto befüllen. Lalala. Yeah. Ich mag die Map eigentlich. Die ist ganz okay. Ich bin ein bisschen einseitig, weißt du, weil du halt nur diese Häuser hast gefühlt. Also warum die Chaos Maximus jetzt mit zum Auto gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Der chillt. Der hatte den schwarzen Schlüssel. Und den schwarzen Schlüssel braucht man für nichts mehr. Ja, das ist für das schwarze Haus hier. Und in dem schwarzen Haus ist nichts drin. Das heißt, er hat sich den schwarzen Schlüssel einfach aus dem schwarzen Haus gegrabt. Ohne Grund. Ja, er hat sich gegönnt. So, was brauchen wir als nächstes? Haben wir jetzt schon den grünen Schlüssel für oben? Ja, pinke Haus und dann sind wir, glaube ich, schon fast fertig. Pinke, okay. Aber Wasser und wir sind fertig gleich. Komm schon mal zum Ausgang. Ich will einmal nach da oben. Ich war doch noch nie drin. Okay, komm nach oben. Ah, es ist schön hier oben. Okay, ich gehe runter. Oh. Da vorne ist Pierre. Wie schön. Wir haben die Schlüssel fürs Auto. Ja, ich gehe auch schon zum Auto. Hey, Boss, wie geht's? Alles tutti frutti. Lass mal mit der Auto fahren. Bin hier am Chillen. Ich will mit dir Auto fahren, please. Ich will mit dir Auto fahren. Auto fahren. Er macht nicht. Ah, jetzt macht er. Ich, Medizin? Ben war sehr krank. Ich frage mich, ob das irgendwas hiermit zu tun hat. Mein Freund, rothaarig, möchte vielleicht uns helfen mit das. Ja.
So redet Hank halt wirklich. Ich habe halt nicht mit schlechter Grammatik übersetzt, weil der spricht so. Ja, der spricht so. Ja. Gut. Das ist Hank. Im nächsten Kapitel werden wir dann wahrscheinlich einmal Hanks Freund rothaarig fragen. Genau. Oh. So, ich finde, es wird Zeit für eine Runde Infection. Infection? Ja. Auf welcher Map? Ist mir doch egal. Wir werden sowieso verlieren. Ja, Infection kann man nicht gewinnen. Es ist unmöglich. Zumindest nicht, wenn man Randoms in der Lobby hat. Das hier. Okay. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, aber ich habe... Oh. Wenn du einen Schlüssel hast, Mann, musst du hochgehen die Treppe und dann... Ich hatte einen Schlüssel, bin aber Ben geworden. Ja. Also ist der Schlüssel unten. Hallo Noob David, Conny. Yeah. Warte, wo ist der Schlüssel? Wo hattest du ihn denn? Direkt in der Mitte des Raumes, hier irgendwo. Da liegt er aber nicht mehr. Ja. Doch. Ja. Oh, du tötest halt die ersten Leute. Und jetzt haben wir mehrere Bens als Gegner. Der eine ist auch... wie unpraktisch. Aber jemand hat den Raum da schon geöffnet und den Raum da auch schon geöffnet. Sehr gut. Also, nee, das sehe ich nicht ein, dass Chaos Maximus das überlegt hat. Sehe ich nicht ein. Ja, wenn man selber Ben spielt, dann sind die Leute auf einmal total schwer verwundbar. Ja. Aber wenn ein anderer Ben Maximus auch nur ansatzweise in deiner Nähe ist, tötet er dich. Also ihr seid zu zweit noch, wollte ich nur anmerken. Ja, ich so weiß. Nebenbei. Ich verkrieche mich jetzt. Tschüss. Och, Conny. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Och, Conny. Meine einzige Hoffnung. Weg. Sie wurde zum Killer. Okay, hier. Ja. Ja, also. Das war's.